Ich bin Peter Schwierz, Fachjournalist für Elektromobilität, treffe mich hier am Potsdamer Platz in Berlin mit Hannes Jenicke. Wir wollen zusammen Wasserstoffauto fahren. Die Kameras sind startklar. Los geht's, oder? Auf geht's. So Hannes, wir sitzen jetzt im 5er BMW Gran Turismo mit Brennstoffzellenantrieb. Erster Eindruck? Ich bin total begeistert. Er fährt sich wie mein i3, ich fahre Elektro. Hat aber einen Vorteil, er hat eine Riesenreichweite. Er ist genauso geräuschlos. Und das Einzige, was rauskommt, ist ein bisschen Wasserdampf. Ja, das ist schon genial. Und das ist halt Fortschritt. Es klingt ein bisschen wie der Umkehrschub von einem Flugzeug, wenn man ihn tritt. Ja, du bist ja nicht nur erfolgreicher Schauspieler jetzt seit über 30 Jahren, sondern auch Umweltaktivist. Was bringt dich dazu, eine Kampagne zu unterstützen, die Wasserstoff als Energieträger bekannter machen will? Ist dein Terminkalender noch nicht voll genug? Es gibt Dinge, die sind mir einfach wichtig. Und seit Anfang der 70er Jahre höre ich eigentlich, also seit ich ein kleiner Junge bin, dass wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen sollen. Passiert ist genau das Gegenteil. Wir verbrennen immer mehr fossile Brennstoffe, wissen aber gleichzeitig, dass es das Klima ruiniert, dass es den Meeresspiegel anhebt. Und mich wundert, wie wenig von uns darüber nachdenken, was wir so als Endverbraucher tun können. Und ich finde, das Einfachste ist zum Beispiel mal Heizung runterdrehen und saubere Autos fahren. Und es gibt diese sauberen Autos. Und deswegen promote ich das mit großer Begeisterung. Die Wasserstofftechnologie ermöglicht ja, überschüssigen Ökostrom im Grunde zu nutzen, damit wir hier heute Auto fahren können. Das hat doch Charme, oder? Ich glaube, das ist immer ein Win-Win, wenn ich mit dich irre, oder? Würdest du so ein Auto der Zukunft auch kaufen? Und was muss so ein Auto für dich eigentlich können? Also der Luxus an diesem Auto ist, dass es halt echt Langstrecke fahren kann. Also das im Prinzip benimmt sich ja genau wie ein Benzin oder ein Diesel. Du kannst es genauso schnell betanken und hast genau die gleichen Reichweiten. Und hier kann ich mich eigentlich benehmen, als hätte ich einen Verbrenner. Also eins von den alten Stinktieren. Toyota hat mit dem Mirai ja schon das erste Serienwasserstoffauto im Verkauf. Alle deutschen Hersteller arbeiten an der Technologie, alles ist angekündigt. Daimler schon um die ganze Welt gefahren mit mehreren Autos. Glaubst du, dass diese Verkehrswende kommt, powered by Wasserstoff? Ganz ehrlich, sie muss irgendwann kommen, weil egal, ob uns das der Sprit in 50 Jahren ausgeht, in 100 Jahren oder in 200 Jahren, irgendwann werden wir mit anderen Treibstoffen fahren müssen als mit fossilen. Insofern finde ich es, wenn man vor oder nachdenkt, ist es relativ vorhersehbar, dass wir irgendwann alternative Treibstoffe brauchen. Insofern ist die Antwort ein klares Ja. Ja, Hannes, alle meine Fragen sind beantwortet. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen die Ruhe im Wasserstoffauto und lasse mich vom besten Taxifahrer Berlins weiter durch die Stadt chauffieren. Also, dass ich der beste Taxifahrer Berlins bin, möchte ich jetzt mal leise bezweifeln, aber ich bin mit Sicherheit das leiseste Taxi. Insofern wirst du hier unheimlich gut schlummern jetzt. Musik